herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Future. Hier, ich nehme das direkt im Nachhinein auf, so flop, flop, flop. Und wir brauchen noch Sand. Wir haben keinen Sand mehr. Das ist ein bisschen blöd, weil Sand brauchen wir jetzt gerade. Kann man sich Sand irgendwie machen? Sand. Sand. Wow. Mit einem Grasblock. Aber Grasblöcke habe ich nicht. Wirklich. Ich habe aber keinen Grasblock. Ich habe nur einen Erdblock und ich glaube nicht, dass das geht. Ich werde es aber mal versuchen. Okay, davon bekomme ich Stein. Okay. Das ist uncool. So, dann hau ich das wieder rein. Das brauche ich eh nicht mit. Das hier auch nicht. Aber ich baue noch eine Schaufel. Mindestens eine. Ich habe immer noch irgendwie ein Problem mit meinem Holz. Weiß ich, Holz hat irgendwie niemand. Außer Fabi. Wenn Fabi einfach ein Holzkäse hat. Da haben wir 4 Holz, das sollte eigentlich reichen. Haben wir 8 Sticks, das ist 4 Schaufeln. Oh, 1, 2, 3, 4. Passt. Ich glaube zwar nicht, dass ich so viele Schaufeln brauche, aber hey, was soll's. Sicherheit geht vor, gell? Gut, okay, dann gehen wir mal farmen. Sand farmen. Wow. Das ist wirklich spannend. Oh, die Sandfarm war irgendwo dort, weil dort bin ich ja gestorben in der Nähe. Das heißt, ich muss irgendwo darüber. Also die Sandfarm, ich meine, die Dingens da. Wie heißt's? Ich könnte aber auch meine Turtle mitnehmen. Ich glaube, ich nehme einfach. Nein, doch nicht. So. Dann geht's mal auf zum Sandfarmen. Yay. Gut. Ich muss nachher noch meine Videos alle fertig rendern. Weil sonst habe ich irgendwie ein Problem. Heute ist welcher Tag? Heute ist Samstag? Jo. Och man. Samstag. Samstage sind lustige Tage. Halt bei mir ist gerade Samstag. Ich weiß nicht, ob ich es auch an einem Samstag hochlade. Weil ich produziere ja sehr, sehr viel vor. Weil ich kann nicht jeden Tag nur eine Folge aufnehmen, sonst komme ich einfach nicht weiter. Und ich glaube, das wäre auch irgendwie ein bisschen langweilig für mich. Also produziere ich eben vor. Ich habe wahrscheinlich, wenn ich diese Folge hochgeladen habe, bin ich wahrscheinlich gerade mal bei der 10. Folge. Oder, nein, wie sagt man das? Ich nehme diese Folge gerade auf. Das ist jetzt die wahrscheinlich 25. oder so. Und draußen ist momentan die, ist der 26. Ich weiß es nicht. Irgendeine Folge wird schon draußen sein. Irgendwas mit 4, 5 oder so. Ja, ist irgendwie klar. Weil sonst wäre es ja mal richtig fad für mich. Also richtig langweilig. Also, ja. Ich glaube, das versteht man schon. Und das Vorproduzieren, es hat schon einen Sinn. Und ich lade es ja das ganze Zeug geplant hoch. Das heißt, es kommt immer zu einer fixen Uhrzeit. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, war das jetzt immer 16 Uhr. Weil ich mal denke, dass da sehr viele Leute von euch Zeit haben. Also es gibt kein Mittagessen, es gibt kein Abendessen. Spielen tut man um 16 Uhr auch nicht so. Bam, bam, das tut man dann erst am Abend. Und ich weiß nicht, und da kommen auch einige heim von der Arbeit, falls ich so etwas ältere Zuschauer habe. Das weiß ich nicht, das glaube ich fast nicht. Aber naja. Und naja, ja.
habe ich eigentlich gerade nichts zu sagen. Und deswegen 16 Uhr ist irgendwie so eine recht angenehme Zeit. Ich könnte es auch mal auf 17 Uhr machen, aber 16 Uhr finde ich einfach passender. Ich mag 16 Uhr irgendwie lieber. Weiß nicht warum. Das ist irgendwie eine meiner Lieblingsuhrzeiten, 16 Uhr. So. Also Sandfarmen ist irgendwie nicht ganz so lustig. Ich habe mir das lustiger vorgestellt. Ich habe mir gerade vier Stacks zusammengefarmt. Nice. Also ich farme jetzt so lange, bis alle meine Schaufeln kaputt sind. Weil sonst lohnt sich's ja überhaupt nicht. Und die gehen eh recht schnell kaputt, zum Glück. Sonst wäre mir langweilig. Die ganze Folge lang Sand farmen. Ich habe wahrscheinlich, wenn ich dieses Video hochlade, schon einen neuen Kanal-Banner. Also schreibt bitte mal in die Kommentare, wie ihr den so findet, was ihr davon haltet. Ich finde den persönlich recht cool. Ich finde ihn recht nett gemacht und so. Ich glaube, bei dem bleibt es jetzt wahrscheinlich auch längere Zeit. Weil, ja, ich fand den einfach recht interessant und cool, den Kanal-Banner. Momentan, ich bin ja, es ist ja vorgeproduziert und so. Momentan ist er noch nicht fertig, es fehlt noch mein Minecraft-Kopf. Und ja, so irgendwas wollte ich halt noch dazu machen vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob ich noch wirklich irgendwas dazu mache, aber ich werde schon sehen. Aber ja, mir fehlt momentan noch mein Minecraft-Kopf. Ich wollte das jetzt nicht unbedingt im Skin, im Minecraft-Skin-Viewer machen, weil da sehen die Skins wirklich so aus. Da siehst du das wirklich so. Und das finde ich einfach nicht schön. Und deswegen habe ich jemanden gebeten, der so nett ist und der mir das in Cinema 4D macht. Wenn das irgendwann macht, ich weiß es nicht. Ja. Und deswegen. Nichts deswegen. Und ja, ist halt so. Also, ich finde Leute irgendwie richtig blöd. Die sagen, jojo, ich mach dir das. Ja, ja, ich gebe dir das. Ja, na klar, mache ich das für dich. Und dann so eine Woche später, so, ach so, das habe ich voll vergessen. Weil man möchte die Leute ja nicht drauf anreden. So, man möchte nicht so spießig oder wie auch immer man das nennen möchte. So, ja, machst du mir jetzt bitte dies und das? Weil es klingt einfach so verdammt hochnäsig und so. Und irgendwie arrogant. Und ich hasse es. Und deswegen frage ich auch oft nicht nach. Ich finde einfach, das ist selbstverständlich, dass ich auf das warte und nicht frage. Weil es doch ein bisschen komisch rüberkommt. Wenn ich dann die ganze Zeit frage, und hast du das schon gemacht? Und hast du das schon gemacht? Und hast du dies schon gemacht? Und so, und ich möchte es einfach so nicht fragen. Das heißt, jeder, der mir irgendwas macht, macht es bitte sofort. Oder sagt mir, wann ihr es macht. Und macht es dann auch wirklich. Weil ich frage nämlich nicht nach. Ich mag sowas überhaupt nicht. Weil das klingt irgendwie so richtig bäh. Das klingt so, als ob ich gegen eine Diva wäre, die alles bekommen möchte, was sie möchte. Was sie... Ach, keine Ahnung, ich kann nicht mal reden. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde sowas einfach uncool und ich mache sowas nicht. Okay, ich glaube aber, dass ich mir diese zwei... Okay, ich mache jetzt den Stack noch fertig. Und dann... Ja, die Schaufeln, die noch übrig bleiben, behalte ich mir dann einfach. Ah ja, stimmt. Es sollte mittlerweile auch schon ein Bürgermeister gewählt sein. Sollen tun. Ich weiß nicht, wer gewählt wurde, aller. Das werden wir dann noch irgendwie rausfinden, irgendwann. Ja. 60, 61, 62, wirklich 63, 64, passt. Hallo, 64. Da. 64 und 1. Okay, dann geht's mal wieder zurück zum GS. Und dann, wenn wir das eh gleich mal schmelzen in unseren zwei wunderschönen Ofens. Ja. Und dann
Jo. Und dann werden wir halt schauen, was wir als nächstes machen. Also die Mining Turtle von dem Menschen hier verrostet langsam. Oder ist, glaube ich, gar nicht mehr da, wenn ich das richtig sehe. Ich werde jetzt auch nicht runterschwimmen, so blöd bin ich nicht. Okay, kannst du es bitte ein bisschen schneller machen? So ein ganz kleines bisschen. Ich will auch noch mein Display fertig machen. Und noch nach Hause kommen, vielleicht. ja. Ist ein paar Blöcke. Ist ungefähr 150 Blöcke von der Stadt entfernt. Eigentlich nicht wirklich weit entfernt, aber es hat noch nie irgendwie jemand bemerkt. Anscheinend. Also mir hat das ja gezeigt. Ja. So. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anliegen oder Bemerkungen oder so, könnt ihr mir das sehr. Was ist das eigentlich hier? Könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Weil mich freut sowas nämlich immer. Lol. Stirb dran. Mich freut nämlich immer, wenn sich irgendwer darum bemüht, dass ich besser werde. Indem ihr mir Kritik oder so schreibt. Sowas wie, yo, Langhaar, mach mal bitte dies, mach mal bitte das. Oder yo, deine Aufnahmen sind voll scheiße. So könntest du sie besser machen. Doppelpunkt und dann schreibt ihr das voll so hin. Aber einfach nur zu schreiben, yo, bist voll kacke, das bringt mir eigentlich nichts. Ich weiß nämlich nicht, was genau das Problem ist. Und ich habe schon wieder keinen Strom. Das ist irgendwie blöd. So, und ich werde jetzt mal schauen, ob ich mir dieses Solar-Ding überhaupt schon gemacht habe. Alter, lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Blödes Viech. Solar. Was hat man dafür gebraucht? Bilde ich mir das nur ein oder habe ich das schon gemacht? Nö. Sieht nicht so aus. Habe ich das wirklich noch nicht gemacht? Ah, ich habe nur diese kleine Dingens, was nichts bringt. Irgendwie. Okay. Interessant. Ja, dann werde ich das machen. Genau nachdem ich die Kohle gefunden habe. Wo auch immer die ist. Ich weiß es nicht. Ups, das ist keine Kohle. Da ist Kohle gefunden. Eigentlich kann ich auch gleich alles da reinhauen. Weil ja. Gut, der macht das hier jetzt brav. Der macht das jetzt auch brav. Und ich lege mich jetzt schlafen. Hallo, schlafen legen. Gut. Jo. Ich habe leider nichts mehr zu sagen. So, wirklich. Ich werde jetzt mal die Solarzelle machen. Solar. Ah, dafür habe ich diese zwei Dinger gebaut. Den einen Generator. Schauen wir mal, habe ich einen Generator da? Generator. Nein. Das ist kein Generator. Das ist auch kein Generator. Das auch nicht. Und das erst recht nicht. Also das heißt, ich darf mir jetzt erstmal wieder einen Generator bauen. Das finde ich sehr toll. Gut, die RE-Batterie, wie macht man die? RE, das sollte ich langsam wirklich auswendig wissen. So, Kupferkabel, Zinn und Redstone. 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 Eisen kann ich auch gebrauchen. Das brauchen wir immer. Immer. Kupferkabel, Zinn und Redstone. Zinn brauche ich noch. Zinn? Ja, das ist Zinn.
So, wie war das? So, 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 so. Jetzt habe ich so eine hübsche RE-Batterie. Jetzt brauche ich den Generator. So, Refined Iron. Das sind erstmal drei Stück. Und der Eisendingens sind. Das Eisendingens sind ganz normal. Okay. Kann ich ja gleich jetzt machen. Und drei Stück vom hübschen Eisen. Zwei, drei. Gut, das macht er jetzt mal schnell. Hopp, hopp. Und dann können wir auch gleich weitermachen. Eins. Los, zwei. Und drei. Wunderschön. Gut, jetzt haben wir hier die RE-Batterie. Das hier und das hier. Okay, jetzt brauchen wir Solarpanels. Drei hiervon und drei hiervon und zwei hiervon. Ich habe, glaube ich, nur noch eins davon. Das heißt, ich brauche mal eins hiervon. Ich schaue mal, ob ich noch überhaupt noch eins habe davon. Sieht wohl nicht so aus. Das heißt, ich mache direkt so zwei. Falsch. Hier, Eisen. Und dann einfach drei Glas, so. Wie war das? Der Generator hier. Ich merke mir solche Sachen einfach nicht. Kohlenstaub. Ich hab gewusst, dass ich Kohle für irgendwas brauche. Warte, nein, ich brauche drei. So, Kohlenstaub. Mit dem da. Gut. Los, beeil dich. So, und dann haben wir hier nochmal zwei. Find Iron. Wofür habe ich die jetzt gemacht? Ah ja, genau, für diese Dinger. Dafür brauche ich Kupferkabel. So wie immer irgendwie. Also Kupferkabel kann man für so gut wie alles brauchen. Also, wie war das? Kupferkabel. Redstone. Redstone hier, Redstone da. Kupferkabel, Kupferkabel. Das geht sich nicht aus. Oho. Okay, das ist blöd. Ich finde das so blöd, dass das wieder rausfällt. Ich brauche mehr Project Table. So. Das heißt, ich brauche jetzt noch mehr Kupferkabel. Ich nehme das hier. Ich nehme das da. Und dann mache ich so. Und so. Sehr schön. Das kann ich wegtun. Dann mache ich so und so. Und dann hier das. Und dann das hier. Dann hätte ich hier zwei direkt davon. Das ist schön. So, die drei Dinger da müssen auch fertig sein. Sieht das gleich aus? Ja, ich hoffe mal. Das ist Holzkohlenstaub. Weh, das geht jetzt nicht. Das wär irgendwie uncool. Aber so richtig uncool. Aber so richtig fett uncool. Ja, es geht nicht. Ich hab's erwartet. Was denn sonst? Entschuldigung. Aber nein, Holzkohle geht nicht. Mie, mie, mie. Ich schau mal schnell zu Dingens. Zu komischen da. Zu Mining Turtle. Ich hoffe, dass die wieder da ist oder irgendwas ausgespuckt hat oder so. Waiting for oder wie es heißt. Nein, es ist alles weg. Egal, ich hole mir das Zeug da. Das ist irgendwie blöd, dass der das ausspuckt. Warum spuckt der das eigentlich aus? Vielleicht weil er dann kein Dingens, kein Zeugdingens mehr hat. Ja, hier bekommst du ein bisschen Kohle. Was damit? Ah. Gut, dann hauen wir wieder ab. Schon wieder 20 Minuten? Alter, wie voll schnell vergeht denn das? Also, das ist irgendwie eigenartig. Warum vergeht die Zeit so schnell?
wenn es gerade irgendwie spannend ist. So, 1, 2, 3. Was mache ich jetzt mit dem hier? Das kann ich wieder zurück machen jetzt. Nee, geht gar nicht. Super. Das finde ich jetzt toll. So, Fingerknacksen erstmal. Das finde ich schön. So. Noch eins. Braucht irgendwie zu lang für meinen Geschmack. So, ein Stack Dingens hab ich eh schon wieder. Aha. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis das fertig ist. Es sind schon wieder 20 Minuten, Alter. Kann's doch echt nicht sein. War richtig uncool. So, zwei Kohle. Los! Komm her. Cool. So, dann hätten wir jetzt auch unser erstes Solar-Dingens. Wie auch immer es heißt. Wo ist es? Hier. Komm. Falsch rum. Ja. Gut. Dann ist der große Moment gekommen. Wir haben unsere erste Solarpanel-Dingens. Wir werden so viel Strom erzeugen wie noch kein anderer vor uns. Oder so. Wow. Das war eine tolle Moderation. So, jetzt bekommen wir nämlich auch Strom, ohne dass wir Kohle reinhauen in das blöde Dingens. Also wir haben praktisch unendlich viel Strom. Und da fließt der Strom. Doch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Und hier ist der Output, oder? Habe ich das richtig gesehen? Das heißt hier. Hä? So, ich baue jetzt mal das ab. Warum bekomme ich keinen Strom? Möchtest du mir das sagen? Wieso bekomme ich keinen Strom? Warum? Wieso bekomme ich keinen Strom? Alter. Komm ich da jetzt einfach raus? Ich habe keine Lust, da so rumzugehen. Kannst du mir sagen, warum ich keinen Strom bekomme? Soll es verdammt nochmal Strom geben? Das Teil will mich doch verarschen. Was habe ich falsch gemacht? So. Ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie kaputt. Nein. What the fuck war das? Was ist jetzt passiert? Da ist irgendwas explodiert? Was ist passiert, Alter? Hab das gerade nur ich gehört? Da ist doch gerade irgendwas explodiert. Okay. Und es ist Nacht. Na klar. Jetzt wird's Nacht. Okay. Was zum Teufel ist da gerade passiert? Da ist irgendwas in die Luft gegangen. Entschuldigung, Creeper, ich habe gerade keine Zeit für dich. Der wirft schon wieder die Sache raus. Ich glaube, das war ein Creeper. Aber die machen nichts. Okay, doch, es war ein Creeper. Boah. Da tue ich dann später auch noch Fackeln hin, wenn der dann ganz unten irgendwo angekommen ist. Aber warum laufe ich so? Ich kann ja auch einfach so laufen. So. Okay, jetzt lege ich mich schlafen. Und versuche und schau mal, ob das irgendwie funktioniert. Ja, dann mache ich jetzt mal die Abmoderation. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich fühle mich nämlich gerade ein bisschen verarscht.
Verstehe das gerade nur ich nicht? Ich muss das dann irgendwann probieren. Okay. Dann ciao, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.